Hallo YouTubes, heute sprechen wir mal über ein Spiel, das mal wieder beeinflusst ist von einem alten Klassiker, den jeder irgendwie vielleicht kennt. Ich habe ja schon Pursuit of Happiness gezeigt, das schon lose auf dem Spiel des Lebens basiert. Heute sprechen wir mal über Fury of Dracula, sag gleich was dazu. Es basiert im Prinzip vom Spielmechanik her ganz lose auf dem guten alten Scotland Yard. Scotland Yard hat aber halt ist ein bisschen in die Jahre gekommen, das ist recht simpel alles, ist auch ein Spiel des Jahres geworden, ja, was ja auch schon nicht unbedingt ein gutes Zeichen ist, 1983 sogar. Und wenn jetzt ein Spiel herkommt und die relativ einfachen Spielmechaniken von dem Scotland Yard, das damals uns als Kinder und Jugendliche vielleicht ganz begeistert hat, herannimmt und ein bisschen was beiwürzt und hinzufügt und ein bisschen interessanter macht, dann kann ein Spiel rauskommen, wie als Beispiel auch noch der Whitehall Mod, oder es gibt auch eine größere Variante, der Whitechapel, die Akte Whitechapel heißt das Spiel, genau. Das ist im Sherlock Holmes Universum angesiedelt und Jack the Ripper und irgendwie in der Hinsicht, geht es hier überhaupt um Sherlock Holmes? Nee, Blödsinn, es geht hier gar nicht um Sherlock Holmes, Entschuldigung. Es geht hier praktisch um Jack the Ripper in London, so viktorianisch mit so Gaslampen und so, mit Straßenzüge auch Jack the Ripper einfangen, mit mehreren Leuten immer einkesseln und gucken, wo er hingefahren ist. Auch sehr, sehr cooles Spiel, wenn dann das Szenario gefällt, würde ich in die Richtung gehen. Aber ich habe ja schon gesagt, heute geht es um Fury of Dracula. Und das Ganze setzt dieses Thema Scotland Yard und Mr. X jagen mit mehreren Leuten in Europa 1888 oder sowas ist es, glaube ich, rum. Transsilvanien, ja, Zugfahren und Landwege und so. Und Dracula ist halt praktisch unterwegs und versucht dort Vampire zu züchten. Ja, also er geht in eine Stadt, beißt jemanden und lässt dort einen Vampir reifen über mehrere Spielrunden. Und die Spieler haben A, die Aufgabe, diese Reifeprozesse zu stören und diesen Vampir zu töten, bevor er da ist. Und natürlich im Endeffekt Dracula zu jagen und einzufangen. Und damit ist es nicht getan, sondern immer wenn man Dracula begegnet auf einem Feld oder rausfindet, wo er ist, wird gekämpft. Ja, es werden Karten gespielt, man kann Gegenstände kaufen und sich verbessern. Hat so ein bisschen Rollenspielaspekt drin. Und jeder Charakter hat auch Spezialfähigkeiten. Also das ist das, was dieses Scotland Yard Prinzip ranzieht, mit dem Rumreißen und gucken, wo könnte er denn sein. Praktisch würzt mit Charakterklassen, mit Gegenständen, mit Werten, die man leveln kann. Und halt Ereigniskarten, Tag und Nacht gibt es. Es gibt Schifffahrten und Dracula muss praktisch immer Karten hinlegen, um zu beweisen, wo er denn schon war. Und das ist ganz interessant für die Jäger, die dann rausfinden können, er ist gerade auf ein Schiff gegangen, das heißt, er muss in einem Hafen sein und er könnte jetzt praktisch im Mittelmeer oder in der Nordsee oder sowas rumfahren. Das macht das Spiel relativ cool. Warum es manchmal ein bisschen auch dröge werden kann und nicht so cool, schauen wir mal an. Ich zeige das Spiel, ich baue es mal auf und dann reden wir drüber. Ne? Bis gleich. So, ihr seht hier das wunderschöne Spielbrett und das wunderschöne Spielmaterial des Spiels. Alles recht hochwertig. Und thematisch, ich frage mich sowieso, warum sie für die Schachtel nicht das Motiv hier genommen haben vom Referenzhandbuch, sondern dieses hässliche Teil da. Aber das ist eine andere Geschichte. Generell, wichtiger Hinweis, das ist die dritte Edition. Es gibt eine erste und zweite, die sieht anders aus und ist auch nicht so schön. Vor allem die erste sieht ganz grauslich aus. Die dritte ist erst in diesem tollen 1888-Stil gehalten mit den Farben und Europa, wie es damals aussah. Und alles ganz thematisch toll, passend. Und farbenfroh und gleichzeitig doch irgendwie so nüchtern viktorianisch aufgebaut. Ja, das ist alles ziemlich klasse. Also generell mal, das ist die Europakarte. Die Spielfiguren kann man, also die Regel empfiehlt, dass Leute an bestimmten Orten starten. Das sind die vier Jäger und Dracula startet natürlich bei Schloss Dracula. Und dann haben wir hier die Punkteleiste oder die Schreckensleiste, sagen wir so. Das ist ein Spielziel von Dracula, wenn der Schrecken, das Entsetzen der Leute bis zum Feld 13 nach vorne rückt, dann hat er das Spiel gewonnen. Oder, das ist hier eine Zeitanzeige, eine Woche, ja, immer mit Montag, Dienstag, Mittwoch und zwar immer zweimal, nämlich morgens oder tagsüber und nachts, so muss man sagen. Ja. Also man spielt immer zwei Tagesabläufe, tagsüber können die Leute sich bewegen und nachts ist Dracula dran, im Prinzip, so zeigt man das. Und wenn eine Woche rum ist,
Ja, wenn man den Sonntag überschreitet auf den Montag, dann kommt das Symbol zum Tragen und dann legt man hier auf dieses fröhliche Gesicht so eine Monsterfratze in drei Teilen. Soll heißen, das wird immer schlimmer, das Entsetzen, wenn man Dracula nicht fängt. In 3 Wochen, wenn das mal so aussieht, ist das Spiel im Prinzip aus und der Dracula hat gewonnen. Also wenn er sich 3 Wochen nicht fangen lässt, dann hat er so viel Schaden angerichtet und Vampire gezüchtet im Prinzip, dass er das Spiel auch gewonnen hat. Also es gibt im Prinzip 3 Siegbedingungen sozusagen. Entweder hat Dracula so viel Entsetzen generiert durch Vampire, dass er 13 Punkte erreicht hat, gewonnen. Oder er hat 3 Wochen durchgehalten und generiert dadurch so viel Entsetzen, hat er gewonnen. Oder die dritte Möglichkeit ist, die Jäger haben Dracula gefangen und getötet. Die 3 Möglichkeiten von Spielende gibt es. Schauen wir uns mal an. Das sind die 4 Charaktere, die es gibt. Die müssen auch alle mitspielen. Das heißt, wenn ihr weniger als 5 Spieler habt, wird ein Spieler mehrere Charaktere steuern müssen, was immer schlecht ist. Jeder Charakter hat Lebenspunkte. Jeder Charakter hat Sonderfertigkeiten, ja, die nur er hat. Jeder Charakter hat ein Handkartenlimit und ein Gegenstandslimit. Und ihr seht hier praktisch auch so Bissstellen. Man kann auch mal gebissen werden von Dracula, das ist jetzt nicht weiter schlimm. Aber wer zweimal gebissen wird, ist im Prinzip tot. Außer Van Helsing, der hat 2 Stellen für Bissmarker. Die gute Mina Harker, die ist schon mal gebissen worden und hat deswegen übersinnliche Fähigkeiten. Und so steuern die sich. Im Prinzip steuern sich aber alle gleich. Bis auf diese eine Bonusfähigkeit spielen die sich nicht unterschiedlich. So, aber dann haben wir hier Stapel für Gegenstände, die die Leute kaufen können. Ja, man kann hier in den Shop gehen und einen Knoblauchkranz kaufen oder halt oder Waffen in irgendeiner Form. Was haben wir denn hier? Einen Heiligen Greis, ein Kruzifix. Also ihr seht auch schon die Bilder und die Schriftart, alles super. Ja, also klasse. Ne? Gegenstände wird generell ja auch empfohlen, dass die Leute das kaufen, weil mit ihren Startkarten, dass die Leute haben. Alle Spieler haben diese 3 Startkarten für Angriffsmanöver, Ausweichen, Schlag und Flucht. Mit denen kann man keinen Blumentopf gewinnen. Man braucht irgendwelche Gegenstände, die man zusätzlich mit sich führt. Die Karten kommen dann hier mit auf den Stapel, gleiche Rückseite, wie ihr seht, sodass da praktisch so eine Art Schnick-Schnack-Schnuck-Spiel gespielt werden kann und Dracula nicht weiß, wie er reagieren soll auf einen Angriff. Dann gibt es hier so Ereigniskarten. Die zieht man, wenn man einkauft, muss gleichzeitig eine Ereigniskarte gezogen werden. Und das ist ein Unterschied, ob es Tag oder Nacht ist. Weil bei Tag können die Spieler die oberste Karte nehmen und man sieht schon, das ist ein positives Symbol, das wird ein Effekt sein, der den Jägern hilft. Bei Nacht muss von unterhalb des Kartenstapels gezogen werden und man sieht nicht, was da drunter liegt. Es könnte ja auch so eine Karte sein mit dem Dracula-Symbol drauf, wo Dracula dann einen positiven Effekt bekommt. Und das will man eigentlich nicht. So eine Karte ist so designt, dass draufsteht, wann man sie ausspielt, an welchem Zug und was dann passiert. Das ist jetzt eine recht komplexe Karte, ist vielleicht ein schlechtes Beispiel. Es steht auch manchmal recht viel Flavortext drauf. Ja. Manchmal darf es nur ein bestimmter Charakter ausspielen. Das heißt, man muss dann hinlaufen und ihm diese Karte geben. Ja. Eisenbahnwaggon. Also es ist immer schön, ja, was da draufsteht. Alles thematisch toll. Dracula ist hier oben, der hat sein eigenes Kartendeck. Und zwar hat Dracula einen Stapel mit Ortschaftskarten. Also alle Städte, die es auf dem Spielplan gibt, hat praktisch Dracula hier auf der Hand alphabetisch sortiert. Und das ist wichtig, weil wenn er wohin reist, er kann ja auch einen Schritt machen. Wenn er jetzt praktisch von Schloss Dracula nach Klausenburg reisen würde, dann müsste ich hier im Stapel die Karte Klausenburg raussuchen und sie auf diese Leiste legen. Verdeckt natürlich. Ja. Das ist A, der Beweis, dass Dracula in Klausenburg ist und die Karte ausgespielt hat. Und B, kann er in den nächsten 1, 2, 3, 4, 5, 6 Runden nicht wieder nach Klausenburg gehen, weil die Karte ist ja weg, die liegt ja da, er hat sie nicht auf der Hand. Ja. Das praktisch beweist das auch noch. Dann besteht der Kartenstapel aber aus Karten, die Meer, die Meere, sage ich mal, zeigen. Hier der Nordatlantik. Und man sieht an der Rückseite der Karten, Städte sind rot und Meere sind blau. Wenn Dracula auf ein Schiff übersetzt in den Meeren, dann sehen die Jäger das. Ja? Die sehen dann, oh, der hat eine blaue Karte gespielt. Das heißt, er muss in dem Hafen sein und ist jetzt auf dem Meer. Auf die Art verrät er im Prinzip ein bisschen, wo er ist. Weil es gibt zwar viele Häfen,
Ja, aber je nachdem, wie lange er auf dem Wasser bleibt oder so und die nächste Karte, er geht vom Tyrrhenischen Meer ins Mittelmeer oder sowas, dann sehen die ja, oh, der kann ja wohl nicht da oben sein, der muss da irgendwo unten rumfahren. Das ist schon sehr verräterisch und macht das Ganze spannend. Dann hat Dracula noch einen Stapel von diesen coolen Karten hier und das sind diese Effektkarten. Die schiebt er praktisch dann noch unter die Stadt. Er tut in jeder Stadt einen Hinterhalt legen, zum Beispiel, was haben wir denn hier? Bumm. Wölfe. Also nehmen wir mal an, Dracula geht nach Klausenburg, legt Klausenburg hin und legt dann noch die Wölfe drunter. Und wenn ein Jäger nach Klausenburg geht und fragt, warst du da? Dann muss Dracula sagen, ja. Und dann kann er entscheiden, diese Wölfe rausspringen zu lassen und sagen, jeder Jäger in dieser Stadt erleidet 4 Schaden. Oder, und das ist das Interessante hier, es gibt einen Herangereift-Effekt. Dieser Herangereift-Effekt tritt ein, wenn Dracula es schafft, also die Karte startet hier, dann nächste Runde wandert sie weiter, weil hier kommt eine neue Karte hin, der nächste Ort, zum Beispiel, was weiß ich, Belgrad. Ja. Und dann weiter, weiter, weiter. Also er hat 6 Runden lang geschafft, dass niemand diese Karte aufgedeckt hat, weil keiner in den Ortschaften war. Dann fällt sie hier praktisch vom Spielbrett runter und der Herangereift-Effekt gilt. Und den kann man besonders schön erklären, wenn man mal hier einen Vampir hingelegt hat. Das ist das eines der Spielziele von Dracula. Er legt einen Vampir drunter und züchtet den heran. Der braucht dann 6 Tage oder so, bis er fertig ist. Wenn dieser Vampir heranreift, also ungestört hinten von der Leiste runterfällt, dann wird der Standort offenbart und es gibt einen neuen Vampir, der jetzt sein Unwesen treibt und man bekommt auf der Einflussleiste hier 4 Punkte. Also er macht sofort einen Sprung von 0 auf 4 und ihr seht, wenn er das praktisch dreimal hinbekommt, hat er das Spiel schon gewonnen. Deswegen möchten die Jäger nicht, dass Dinge heranreifen und die decken im Prinzip dann immer alle Karten auf, die da liegen. Und manchmal ist es halt kein Vampir, den man vermeiden muss, sondern Wölfe, die einen dann beißen. Ja? Oder was haben wir denn hier? Ein unnatürlicher Nebel. Das Bild ist klasse. Ne? Wo dann praktisch irgendwo Nebelmarker platziert werden auf dem Meer und dann können da Schiffe nicht reinfahren oder sowas. Solche Effekte können passieren. Und da freut sich Dracula, der legt es hin, hat so einen langfristigen Plan. Jawohl, ich werde das alles behindern, was die tun. Aber die Jäger finden halt relativ schnell irgendeine Stadt mittendrin, wo sie dann aufdecken und dann den Herangereift-Effekt stören. Das ist halt immer schade. Also ich habe selten erlebt, dass ich es tatsächlich mal geschafft habe, einen Vampir durchzuzüchten. So, was haben wir noch? Und dann hat Dracula natürlich auch seine Kampfkarten. Ja, die funktionieren ein bisschen anders als bei dem, bei den Jägern, aber im Prinzip haben die gleiche Symbole. Er greift halt mit Reißzähnen an oder mit den Klauen oder als Fledermaus. Und zum Kampf gehen wir nachher mal im Detail ein, aber im Prinzip ist es so eine Art Schnick-Schnack-Schnuck-Spiel mit Karten. Dracula hat natürlich auch irgendwelche Sonderfähigkeiten. Er hat relativ viele Hitpoints, ja, aber er kann jetzt keine Gegenstände kaufen in irgendeiner Form. Ja. So, das genau. Das hier ist praktisch für Dracula, damit er nicht immer auf dem Spielplan glotzen muss, wie bei Scotland Yard halt auch. Da gab es doch diese Schildmütze oder sowas in den späteren Versionen. Kann er praktisch hier seine Planung machen, wo er als nächstes hinreist und muss nicht mit seinen Blicken immer verraten, wo er hinschaut. Ja, das ist praktisch ein ganz nettes Gimmick. Kommen wir mal zum grundsätzlichen Spielablauf und auch ein bisschen zum Problem, das das Spiel hat. Weil, wie gesagt, es gibt einen Tag und es gibt eine Nacht. Am Tag können die Spieler diese vielen Aktionen machen, denkt man, wenn man das zum ersten Mal liest. Aber bewege dich über eine Straße, über Eisenbahnrouten oder über See. Und das alles kann man nur am Tag machen. Nachts steht man im Prinzip dumm rum. Man kann auch einen Fahrschein reservieren. Das ist folgendes: Es gibt hier einen Stapel mit Zugfahrscheinen. Da kann man einen sozusagen kaufen. Den kann man dann umdrehen und da sind dann Zahlen drauf. Und wenn ihr seht, es gibt hier so ein Schienennetz, das ist entweder weiß oder es ist gelb. Und man kann mit dieser Fahrkarte 3 Städte weit auf einem weißen Schienennetz fahren oder 2 Städte weit auf einem gelben Schienennetz. Man kann aber auch mischen. Und beim Mischen, also ein bisschen was mit weißen, ein bisschen was mit gelb, gilt dann halt immer die niedrigere Zahl als Höchstwert. Man könnte dann jetzt im Prinzip eine Strecke weiß fahren und eine in gelb. So hat man in der Gesamtsumme dann wieder 2 erreicht und es würde auch gehen. Also eine schnellere Art der Fortbewegung, wenn man schnell mal wohin muss. Es muss aber nicht alle Städte sind mit Schienen verbunden. Es gibt auch diese ganz normalen Laufwege. Also eine Bewegung ist immer eine Straße weit zum nächsten Ort.
Das kann man tags oder nachts tun, einen Fahrschein reservieren. Man kann sich erholen, einen Schaden regenerieren, das macht aber kaum jemand, weil selten ist jemand verletzt. Ja? Man kann durchsuchen, also decke alle Begegnungskarten in deiner Stadt auf und handle ihre Effekte ab. Das bedeutet, ich muss in eine Stadt gekommen sein, wo Dracula mir dann sagen muss, ja, da war ich irgendwann mal, man findet dort ein verschneuztes Tempo oder ein zerknülltes Kaugummipapier als Hinweis. Und dann muss man hier zum Beispiel aufdecken, ich war irgendwann mal in Klausenburg. Und nur dann kann man halt auch die Fähigkeit durchsuchen machen. Ja, das heißt, die ist gar nicht immer möglich, logischerweise. Dann würde man das aufdecken, was hier liegt, wie vorhin schon mal gezeigt. Und dann würden einen die Wölfe anspringen in dem Fall. Weil der Jäger war so blöd, jetzt die Stadt zu durchsuchen. Und Dracula freut sich tierisch und sagt, haha, hier sind Wölfe. Und die springen dich an, 4 Schaden und so. Man muss das nicht machen. Also es passiert nicht automatisch. Spezial. Jeder Charakter hat ja Spezialfähigkeiten auf dem Bogen drauf, habe ich ja gezeigt. Und da könnte man auf die Idee kommen, die zu nutzen. Dann haben wir noch Ausrüsten, also man geht praktisch in einen Laden, es geht nur in Großstädten. Schauen wir mal, das hier sind ganz normale kleine Städte und Großstädte sehen so aus, also die gibt es auch nicht überall. In Großstädten kann man dann Gegenstände von diesen Stapeln hier kaufen, wie so ein Kruzifix. Und zwar, wie viele eigentlich, pass mal auf, also man zieht eine, ja. Und der Nachteil ist halt, wie gesagt, danach kommt ein Ereignis, tagsüber von oben, nachts von unten. Deswegen sind die Leute ein bisschen zögerlich manchmal einzukaufen, natürlich auch noch. Und dann zu guter Letzt, wenn man auf dem gleichen Feld steht, kann man tauschen. So, also jetzt ist aber Nacht. Bei Nacht fällt Bewegung weg. Einen Fahrschein reservieren möchte man nicht, weil man hat schon 3 rumliegen vor sich, das ist das Maximale. Erholen möchte man auch nicht, weil man ist nicht verletzt. Durchsuchen kann man nicht, weil man ist nicht in einer Stadt, wo Dracula war. Spezialfähigkeit macht im Moment keinen Sinn. Ausrüsten möchte man nicht, weil man hat schon alle Gegenstände, die man tragen kann. Oder man hat Angst, dass eine Dracula-Karte kommt. Tauschen kann man nicht, weil jemand anders nicht beim Feld ist. Was machst du denn dann? Ja, das ist das Hauptproblem von diesem Spiel. Es hört sich toll an, dass man da rumreist und Dracula sucht. Das geht aber nur am Tag. Man macht halt am Tag einen Bewegungszug, weil nachts kann man ihn ja nicht machen. Und dann steht man nachts rum und sagt, oh ja, ich mach mal nichts. Oder ich gehe mal einkaufen, vielleicht finde ich was Besseres und riskiere dann, dass Dracula einen Bonus bekommt. Das ist ein Problem in dem Spiel, Leute. Ja? Warte ich nachher nochmal drauf eingehen. So, und dann ist der Tag rum, jeder hat einen Zug gemacht. Dann geht man mit der Uhr nach vorne. Und jetzt ist Dracula dran. Im Prinzip macht Dracula das Gleiche. Oder noch weniger eigentlich. Also Dracula bewegt sich eigentlich nur. Mehr macht er gar nicht. Er geht von einem Ort zum nächsten, logischerweise. Er kann nicht mit dem Zug fahren. Er kann aber Schiffe benutzen. Er kann aufs Meer gehen, habe ich ja gesagt. Dann muss er die Stadtkarte dorthin legen, auf diese Leiste. Und noch so eine Karte drunter wie Wölfe oder ein Vampir züchten. Das ist alles. Mehr macht Dracula nicht. Ja? Deswegen kann das für Dracula auch recht öde sein, das Spiel. Er sitzt da hauptsächlich und hört zu, wie die anderen irgendwie sich beratschlagen. Lacht sich halb tot, wie dumm die alle sind. Aber merkt macht Dracula nicht. Ja, er plant halt wie bei Scotland Yard eine Route, wo möglichst niemandem begegnet und oder auch, dass da vielleicht ein paar Haken schlagen, um die ins Irre zu führen, aber mehr macht er nicht. Und dann ist wieder Tag. Zack. Und so geht es praktisch weiter, bis man sich mal begegnet oder bis man eine Spur hat und Dracula praktisch mal zur Rede stellt, nenne ich es mal so. Wenn Dracula und ein Jäger auf dem gleichen Feld sind, kommt es dann zum Kampf. Es läuft dann folgendermaßen ab. Die Leute haben ja eine dieser 3 Karten, können sie hinlegen. Oder wenn sie noch einkaufen waren, sagen wir mal, sie haben noch einen Kruzifix und irgendwie einen Knoblauchkranz. Das ist dann, das Handkartenlimit ist dann zu beachten. Eine dieser Karten spielt der Spieler dann aus. Dracula macht im Prinzip das Gleiche. Der hat hier ein paar Karten auf der Hand. Ich glaube 6. Ja, 6 müssten es sein. Die sind so ähnlich. Ja? Dracula spielt zum Beispiel Klauen. Ich will den Jäger hauen, dass er 2 Schaden erleidet. Wenn es Nacht ist, kann ich anschließend einen beliebigen Jäger, der an diesem Kampf beteiligt ist, auswählen und auch noch hauen. Aber dass 2 Jäger auf dem gleichen Feld sind, ist selten der Fall, weil 4 Spieler steuern 4 Charaktere und wie oft habt ihr es schon erlebt, dass tatsächlich nicht jeder macht, was er Bock hat, sondern dass sie sich abstimmen, das habe ich noch nie erlebt. Also, Dracula spielt Klauen und von mir aus der andere, der will auch unbedingt Schaden machen, deswegen spielt er Schlag. So, dann deckt man gleichzeitig auf und vergleicht mal. Im Prinzip muss ein Jäger es schaffen, dass er das Symbol, das bei Dracula drauf ist, nämlich dieses Klauenhand,
bei sich auch drauf hat. Und wenn es drauf wäre, hätte er es abgewendet. Zum Beispiel bei der Karte Ausweichen ist das Clown-Symbol auch drauf. Und dann würde der Effekt von Dracula negiert. Hier passiert aber nichts in der Form. Das heißt, Dracula verursacht zwei Schaden beim Charakter. Er bekommt hier zwei Blutstropfen auf die Karte. Und dann darf der Charakter noch, Vampir erleidet einen Schaden. Da kann Dracula jetzt nichts dagegen tun. Dann geht noch ein bisschen Flavortext dazu. Und das war's. Nächste Runde. Die zwei Karten sind dann weg. Und dann wird wieder gespielt. Und es wird immer weniger natürlich. Ja. Als nächstes möchte der Spieler macht einen Kruzifix, weil er hat jetzt Angst, dass Dracula ihn beißen will. Und das macht Dracula auch aus Versehen. Dracula spielt die Reißzähne, weil damit kannst du am meisten Schaden machen. Er würde zwei Schaden erleiden und heilt sich dann auch noch damit. Aber er hat ja jetzt ein Kruzifix, hebt es hin, deswegen ist praktisch der Biss hier abgewehrt und nichts passiert. Und von wegen, also er leidet auch noch drei Schaden. Also so macht man praktisch so eine Art Schnick-Schnack-Schnuck. Und es gibt so eine gewisse Zeitanzahl, ich glaube drei Runden, also nach drei Angriffen hintereinander, kann Dracula das erste Mal abhauen. Und es wird niedriger die Zahl, je weiter das Spiel voranschreitet. Dann kann Dracula sagen, ich spiele eine Karte, wenn er eine hat natürlich, er muss die auch haben, wo ist denn eine, ich hole mal schnell eine, Reißzähne, Stärke, Flucht in Nebelform, ja, er kann sich dann in Nebel verwandeln, oder Flucht in, hier ist es, in Fledermausform, da kann er abhauen, weil Dracula hat ja im Prinzip nichts davon, von dem Kampf, er will ja rumreißen und sein Unheil praktisch hier Unheil, wie heißt das? Was macht man mit Unheil? Man macht ein Unheil, ja, man schafft eins. Oder natürlich einen Jäger töten, aber das ist schwer zu schaffen. Ja. Dann haut Dracula wieder ab und darf als Fledermausform dann meines Wissens sogar zwei Städte weit. Und dann geht die ganze Geschichte von vorne los. Die Jäger können wieder neu suchen, wissen aber ungefähr, wo er ist. Das ist im Prinzip das ganze Spiel. Wie gesagt, die Charaktere haben zwar noch irgendwelche Fertigkeiten. Mina Harker zum Beispiel, die hasse ich. Ja. Also wenn man noch einen anderen Jäger überreden kann, dass er sich in der gleichen Stadt mit Mina Harker trifft, dann kann die Mina Harker praktisch Dracula zwingen, zu sagen, ob er sich in der Region aufhält. Eine Region ist praktisch diese farblich markiert. Hier haben wir mal Frankreich, ja, ist rot. Falls die beiden sich jetzt von mir aus in Brüssel treffen und Mina Harker sagt, Dracula, sag mir, ob du in der Region bist, dann muss Dracula ehrlich antworten und sagen, ja oder nein. Und so haben wir auf die Art mal das alles schnell ausgeschlossen und wissen, na, die können woanders suchen. Das ist relativ ätzend, ja, das kann ich euch sagen. Prinzip war es das jetzt im Prinzip. Noch was zum Thema Reisen auf Meer. Also wenn Dracula auf einem Schiff ist, dann erleidet er halt pro Tag, wo er sich auf dem Schiff aufhält und weiterreist, ein bisschen Schaden, weil auf dem Schiff gibt es halt nichts zu trinken, ja, außer Ratten. Ja. Und Ratten sind halt nicht so lecker und deswegen geht es ihm da nicht so gut. Deswegen will er möglichst kurz auf einem Schiff bleiben. Es macht für ihn keinen Sinn, lang rumzureisen. Erstmal sehen die anderen das, dass er das tut. Und zweitens macht es ihm seiner Gesundheit ein bisschen, ist es abträglich. Ja. Das ist noch ein recht netter Kniff, warum man das nicht machen kann. So, dann gibt es noch ein paar optionale Regeln im Buch, aber auf die gehe ich jetzt nicht ein. Also es gibt hier noch zusätzliche Felder, wo ein Verbündeter rangezüchtet werden kann oder die Jäger auch einen Verbündeten bekommen können oder so. Die machen das Spiel dann aber eher noch irgendwie ein bisschen länger, ja, und nicht unbedingt besser. Das ist Fury of Dracula, also echt eine Schönheit. Plus spielinhaltlich ein bisschen zweifelhaft. Ja, das ist Fury of Dracula im grundsätzlichen Spielaufbau. Also ihr seht schon, alles wunderbar stimmig, schön gezeichnet. Es verbreitet einen richtig schönen Flair mit den ganzen Zeichnungen und Fledermaus und Blut und christlichen Symbole und sowas. Richtig toll gemacht. Dritte Edition, wie gesagt, aufpassen. Es gibt eine erste und zweite, die sehen nicht unbedingt so gut aus. Probleme, wie schon gesagt, man muss es im Prinzip zu fünft spielen. Man kann es laut Schachtel von zwei bis fünf Spieler spielen, aber es spielen immer alle Charaktere mit. Das heißt, wenn ihr weniger als fünf Leute habt, einer ist ja automatisch Dracula, haben die anderen vier Spieler haben einen Charakter. Wenn ihr weniger als dann fünf Spieler seid, müssen die anderen Leute immer mindestens dann zwei Charaktere spielen oder einer drei oder sonst was. Und das ist irgendwie doof. Also das fühlt sich nicht richtig an. Und wie bei jedem Spiel, wo man mehrere Spielfiguren übernehmen muss, fühlt man sich halt nie so richtig, das ist mein Charakter, das mache jetzt ich, sondern man hat immer mehrere, das ist echt Arbeit. Nachteil. Also fünf Spieler sollte man sein, sonst könnte es bleiben lassen. Das ist meine Meinung. Ja?
Was auch ein bisschen frustrierend halt ist, man kann eigentlich gar nicht so viel tun. Also man möchte im Prinzip das Spielprinzip von Scotland Yard schon aufwürzen, aber letztendlich, wenn man mal nochmal schaut, was können denn Jäger überhaupt so machen? Die können sich bewegen, klar. Sie können einen Fahrschein kaufen, ist ja schon eine Aktion. Erholen, durchsuchen, also erholen werden sie selten. Durchsuchen kann man nur, wenn man in einer Stadt ist, wo man weiß, da war Dracula mal. Also das ist auch nicht immer so oft der Fall. Spezialfähigkeiten können auch nur selten benutzt werden. Ausrüsten, ja klar, das macht man, hat aber Nachteile wegen diesen Karten, die man sieht, die vielleicht auch Dracula-positive Effekte können. Oder man tauscht, wenn man auf dem gleichen Feld ist. Seltenst sind viele von diesen Möglichkeiten überhaupt da. Also man kann sich immer bewegen, aber auch nur am Tag. Ja? Oder man rüstet sich aus. Das war's. Und wenn das dann noch in der Nachtaktion ist, kann man sich nicht mal mehr bewegen. Das führt dann immer in der Runde dazu, dass halt Leute, es ist Nacht, was wollt ihr tun? Ach, ich mache nichts. Oder ich ziehe eine Gegenstandskarte, aber wohl wissend, dass man sie dann von unten zieht, weil ja Nacht ist und dann Dracula vielleicht Vorteile hat. Das ist immer so eine. Ja, man kann nicht so richtig planen, was man machen will. Man steht eigentlich nur dumm rum und wartet, bis wieder Tag ist, damit man weiterreisen kann. Das ist etwas, das glaubt man gar nicht, wenn man das Spiel so zum ersten Mal spielt und lernt, aber das nach so 2 Stunden Spielzeit wird einem dann schon bewusst, dass man da immer nur rumsitzt und wartet, bis man tatsächlich mal wieder was laufen kann, während Dracula dann irgendwo abhaut. Ja. Als Dracula an sich ist das Spiel dann interessanter, ja. Man lacht sich ja kaputt über die anderen, was die da reden und so, und hört dazu und denkt, was für Idioten, ja, wenn die wüssten und so. Gleichzeitig hat man aber auch als Dracula das Problem, naja, man läuft halt ein Feld weit und dann legt man eine Karte hin und schiebt dann vielleicht noch ein Ding drunter. Das war's dann im Prinzip auch schon wieder. Also das Spiel tut so, wie wenn es extrem viele Möglichkeiten hätte. Letztendlich ist es aber auch nur in Scotland Yard in einer anderen Verpackung, muss man klar sagen. Aber es macht wesentlich mehr Spaß durch diese Kämpfe. Ja. Ist zwar auch ein Schnick-Schnack-Schnuck-Prinzip und kann sehr frustrierend sein, vor allem für die Jäger. Aber es würzt das Ganze schon auf. Also bevor ich Scotland Yard spiele, spiele ich lieber das hier, ist völlig klar. Und wenn ihr dann noch ein bisschen für den Flair sorgt, ein paar Kerzen anmacht und ein bisschen Musik von Midnight Syndicate oder sowas anmacht, wunderbar. Ja. Grundsätzlich empfehle ich auch, es gibt noch optionale Regeln im Regelbuch, dass er die gleich von vornherein einsetzt. Es gibt zum Beispiel Karten, die machen Dracula ein bisschen stärker. Kann man sich jetzt drüber streiten, ob der das braucht oder nicht? Ich sage jetzt mal nach ein paar Spielen, ja, weil der hat es eigentlich schon schwer. Wenn er mal entdeckt worden ist, durch einen dummen Zufall oder recht früh im Spiel, weil es halt nicht anders ging, dann hat er schon ein Problem. Da gibt es so Karten, da kann er noch so ein paar Positiveffekte für ihn generieren. Macht aber immer Schaden bei Dracula. Also alles, was man da tut, man bekommt 3 Schaden, aber man darf dann 5 Karten ziehen. Oder man kann einen Missinformationen an die Leute streuen, dass die in die Irre geführt wurden oder sowas. Oder der dunkle Ruf. Ne? Also sind auch sehr thematisch schön gestaltet. Die wirken ein bisschen mächtig, die Karten, aber die macht das Ganze noch ein bisschen interessanter. Ich habe das jetzt 4-mal gespielt, das Spiel. Und war immer Dracula, bis auf einmal war ich immer Dracula. Es ist immer Folgendes passiert. Man hat die 3 Wochen durchgespielt, man hat Dracula nie einfangen können, es gab halt mal Gefechte und man hat gewusst, wo er ist, aber er ist immer davon gekommen. Und immer, wirklich immer am letzten Tag, also am Sonntagabend der 3. Woche, wurde Dracula dann gefangen. Also hätte er noch 2 Minuten durchgehalten, hätte das Spiel gewonnen, aber es passiert aus irgendeinem komischen Grund immer, dass es echt am Ende von 3 Wochen zu Ende ist und die Jäger dann doch gewinnen. Also es ist extrem frustrierend, ich weiß nicht warum. Ja? Und es passiert immer in Spanien. Also es muss Zufall sein, ja? Aber es ist trotzdem sehr frustrierend. Also mir macht es Spaß, wenn ich es nicht zu oft spiele und mit Leuten, die sich auch ein bisschen hier so thematisch einbringen, ja, und macht es absolut Freude, aber wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen. Ihr braucht 5 Spieler und euch muss klar sein, dass ihr, wenn ihr viel Spieler, Expertenspieler seid, nicht so viel zu tun habt. Ja? Also ihr sitzt da rum und sagt, oh, ich lauf mal. Ja? Ihr redet mit anderen, ihr benutzt eure Kombi-Fähigkeiten vielleicht und ihr schafft es dann auch irgendwann mal Dracula zu fangen. Aber mehr ist es nicht. Ja? Das muss klar sein. Ich spiele es gern. Einmal im halben Jahr vielleicht, ja, das ist wichtig. Ansonsten spiele ich Whitehall, das ist dann auch mal wieder schön. Scotland Yard spiele ich seit den 80ern gar nicht mehr. Ja, ich habe es nur noch aus Erinnerungsgründen. Aber ich wollte einfach mal zeigen, es gibt auch andere Aufmachungen von klassischen Spielen, die ein bisschen Thema reinbringen. Ja, das ist ein schönes Spiel. Allein schon zum Anschauen, das ist nett. Ja.
Ist aber jetzt nicht so der Überbrüller, was das Thema Spieltiefe angeht. Ja, aber versteht mich nicht falsch, ich mag es. Ja. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Einblick gewähren, vielleicht ein paar Leute davon abbringen, es unbedingt zu kaufen. Ich habe schon gesehen, es steht ganz oft auf Wunschlisten von irgendwelchen Spielern. Wenn ihr wisst, auf was ihr euch einlasst, kann es Spaß machen. In diesem Sinne, bis bald.